Hallette und herzlich willkommen zurück. Oh, shit, sorry, das wollte ich jetzt nicht. So, let's play Secret of Mana. Endlich können, ich habe euch. Kann ich helfen? Kaufen. Was hast du denn so Schönes? Okay, Elfendiadem haben wir schon. Zauberumhang haben wir auch schon. Und Hexenfetisch haben wir auch schon. Das heißt, eigentlich braucht man gar nichts von dir. Aber speichern wäre nicht schlecht. Dankeschön. So, jetzt ist hier wieder so ein Gülleküken. Romis Waffenlevel ist gestiegen. So, jetzt ist die Axt fertig. Was nehmen wir denn da jetzt? Die Axt ist fertig. Sektenkiller, Dämonenspeer, Peitsche. Weißt du was? Ich geb Romy die Peitsche und mir die. Bin ich mit der Axt schon fertig? Nee. Aber dann level ich lieber zuerst mal den Bogen. So, dann laufe ich aber mit Romy rum. Hat jetzt Romy. Romy soll die Peitsche nehmen. Ich nehme den Bogen. So. Aber mit Romy laufe ich jetzt mal rum, da ich ja so leicht nach oben komme. Bitte killen. Nein, ich will nicht rüber. Oh nee. Ich will hier bleiben. So, wenn ich jetzt den Berg hoch muss, muss ich. Romy gleich Level 38. So, das Level. Level Up ist ziemlich flott eigentlich. Weil Level 38 das klingt zu wenig. Wir haben jetzt 5 Mana-Samen. Von 8. So, der ist tot. Oh, die Blume ist noch da. Okay, die killen wir auch noch kurz. Okay. So. Oh, tolle Musik. Oh, wer bist denn du? Hallöchen. Ranul. Verschwindet, der Meister ist nicht da. Na toll. Na toll. Na toll. Meister Luna ist zur Goldinsel geflogen, nördlich von hier. Nordöstlich. Zur Goldinsel. Okay, dann gehen wir mal zur Goldinsel. Oh, hallo Gülleküken. So, kann ich hier die Trommel nehmen? Ja, ich kann Lufti rufen. Zur Goldinsel. Goldinsel, nordöstlich von hier. So, Norden, Nordwesten, Nordosten. Goldinsel eine Insel? Hallo, ist das die Goldinsel? Wo kann ich hier landen? Hier? Ja, genau. Hallo. Willkommen in der Goldstadt des Imperiums. Goldstadt? Das Leben auf der Goldinsel ist verdammt teuer, leider. Verdammt teuer? Das hört sich nach. Weiß ich nicht. Bertie! Ich dachte mir, bevor das Haus leer steht. Ja, dann komm mal her und kauf mal ein bisschen ein. Sehr gut. So. Das leveln wir gleich mal da hoch. Hexenkralle. Sonst noch was?
Ja, den Dämonenspeer. So, sonst haben wir nichts mehr, okay. Gut. So, Bertie ist mal hier in diesem Haus. Ein Café. Es schadet mein Geschäft, wenn man euch hier sieht. Okay. Alle meine Bekannten sind aus der Weihnachtsinsel gezogen. Ich langweile mich. Ja, was machen die wohl auf der Weihnachtsinsel? Der arme Weihnachtsmann, der muss ja schon. Ja, keinen Platz mehr haben, wenn alle auf der Weihnachtsinsel sind. Hallo! Wenn ich bloß wüsste, wo König Midas aus alles Gold her hat. König Midas. Sagt mir nix. So, geht's hier runter. Ist hier was zum Verarschen? Sieht so aus. Ich will kaufen, kaufen, kaufen. Nach und nach versinkt die Insel im Meer, weil das viele Gold zu schwer ist. Viele von uns sind deshalb von hier weggezogen. Das viele Gold? Oh, hier gibt's das zu kaufen. Wie kann ich euch helfen? Feuerring? Aurering. Was gibt's hier noch so Schönes? Pickelhaube. Drachenhelm. Entenkappe. Tulpenjacke. Einundzwanzigtausend, 30. Was? Okay, kaufen wir mal für alle mal so einen Feuerring. So. Dann mal einen Drachenhelm. Zwei Entenkappen. Alter Schwede, ich habe kein Geld mehr. Und eine Dämonenweste. So, vielleicht kann ich dann noch ein bisschen was zusammenkratzen. Gut. Dann hat sie das Einkaufen eigentlich gar nichts gebracht. So, wir rüsten uns jetzt aus. Unsere neue Ware ist schön. Was, auf 78? 139! Alter Schwede! Und das auf 35. Ach du heiliges Stück Scheiße. Das ist ja verdammt cool. So, auf 66. Und da 35. Bei Betty. Okay, die kommt auch auf 78. Ich glaube, da haben wir jetzt für eine Zeit lang genug, oder? Da 35, so. Den Rest verkaufen wir kurz. Vielleicht kann ich mir dann noch ein Ding kaufen. So, die 2500. Die können wir verkaufen, die Tigerkappe. Das können wir auch verkaufen. So. Wie viel bekomme ich für die? 7000, okay. Nee, das geht sich nie aus. Ich habe jetzt erst wieder 15.000. 16.000. Alter Schwede, das ist so sauteuer. Okay, merken wir uns das mal hier in der Goldstadt. Da kann man richtig gut einkaufen. Das ist die Goldfestung, hier darf niemand hinein. Nicht? Verschlossen. Okay. Das heißt, wir dürfen nicht in die Festung. Schade.
Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich sollte hier in der Goldstadt sein, aber ich weiß nicht, wohin genau. Das ist scheiße, ja, oh ja, ich muss direkt finden. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Ich hab keine Ahnung. Hallo, alter Opi. König Midas hat den Ballast am Sandstrand verschlossen. Doch dann hat ein Spion aus Tasnika den Schlüssel gestohlen. Den Spion hat man zwar gefasst, aber Schlüssel hat man nie mehr gefunden. Ein Spion aus Tasnika? Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich in das Inn hinein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden. Ich brauche einen Schlüssel, ja, um in das Schloss reinzukommen, oh ja. Ich bin zwar auf der Goldinsel, aber weiter komm ich nicht. Hallo! Hier, wo kann ich mir das? Im Erdgeschoss ist ein Hotel. Okay. Hallo! Ja, einmal ich habe zwar noch 16.000, aber 31.000 für so einen doofen Umhang. Dann muss ich erstmal wieder ein bisschen Geld scheffeln und dann kann ich ja eh wieder wieder hierher kommen. So, speichern tun wir auch schnell. Dann schauen wir mal nach oben, zu diesem König Midas, oder wie der heißt. Die Musik ist so toll. Lilly! König Midas ist sehr, sehr alt. Ob er schon sein Testament gemacht hat? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Annette! König Midas ist zwar hässlich und alt, aber unglaublich reich. Aha. Und deswegen haut ihr euch an ihn ran, oder wie? Die Miete sind hier einfach zu hoch. Hallo König. Habt ihr etwas Gold für mich? Gold? Habt ihr etwas Gold für mich? Haben wir ein bisschen Gold für dich? Nee, wir haben nur die Luftitrommel. König Midas hat Mana dazu missbraucht, sich diese Goldinsel zu schaffen. Er hat wirklich keinen Respekt vor Mana. Vielleicht muss ich nach Tasnika, aber wo liegt Tasnika? Oder ich frage einfach den Heini da oben nochmal. Ab geht's raus in die weite Welt, Lufti fliegt so schnell daher geschwind. Luftilein, ich komm zu dir, denn ich muss jetzt auf dir reiten. Fliegen, ja, das wollen wir, auf dir, oh ja, das gibt ein Bier. Alle freuen sich, warum, Luftis fliegen, ja, das ist toll. So. Ja, ich brauche hier wahrscheinlich die Luftitrommel, oder? Ja. So, auf der Goldinsel war aber niemand. So, wir sind von Nordwesten gekommen. Ah, von Nordosten. Das heißt, wir müssen nach Südwesten. So, hier ist glaube ich die Stadt. Können wir hier landen? Können wir hier landen? Ja, wir können hier landen. Oh ne, sag bloß, wir müssen den Berg wieder hochkraxeln. Na toll. Gut, lass die Viecher in Ruhe.
Ich will nur so schnell wie möglich auf den Berg. Denn der Berg ruft. Hallo, könnt ihr bitte die in Ruhe lassen? Skülle-Küken auch. Je schneller wir nach oben kommen, umso mehr schneller erfahren wir, wo wir hin müssen. Zack. Aber Leute, wir machen jetzt mal einen Cut. Also bis dann, haut rein und chat.